Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Mosler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast und heute sprechen wir über ein Thema, das gerade im Handwerk sehr, sehr viele umtreibt, und zwar das Thema Nachfolge. Und heute habe ich mir mal jemand aus der zweiten, beziehungsweise bei ihm sogar aus der vierten Generation dazugeholt, um mit ihm über dieses Thema Nachfolge im Unternehmen zu sprechen. Und das ist Benjamin Stocksiefen. Hallo, ich grüße dich. Hallo Jörg. So, damit wir ganz kurz wissen, wer denn der Benjamin eigentlich ist, ganz kurzes Intro von dir. Was machst du, wo kommst du her und ja, wie du heißt, wissen wir jetzt schon. Genau. Ja, ich bin Zimmermeister seit dem Jahre 2012 und ich komme hier aus Niederkassel-Mondorf, das ist Nähe Bonn. Bin 33 Jahre alt und mein wunderbares Team und ich, wir helfen Menschen dabei, ihren natürlichen Wohnraum aus Holz zu erstellen. Also ganz klassisch Zimmererarbeiten. Man könnte was meinen, du hast das geübt. Hä? Komm, gib das mal zu. Ja, das ist ein bisschen, ist es schon drin. Ne? Das kommt ja häufiger, die Frage. Ja, ist klar. Ja. Ist klar. Okay, jetzt haben wir mit Sicherheit logischerweise viele, die dieses Thema selbst auch schon mal durchgemacht haben, muss ich fast sagen, weil das ist ja wirklich immer etwas Schwieriges. Das Besondere bei dir ist, du hast deine Erfahrungen so tief gemacht und so tief verarbeitet, dass du dann am Ende des Tages sogar ein Buch darüber geschrieben hast, die Fieldswood Story, also wie war das in diesem ganzen Zeitraum? Was da im Groben drinsteht, darüber werden wir natürlich sprechen. Was mich zuerst interessiert als dreifachen Buchautor, wie kommt man auf die blöde Idee, ein Buch zu schreiben? Das ist auch so verdammt viel Arbeit. Sag uns das mal zuerst. Ja, sehr, sehr gerne. Also dieser Unternehmensnachfolgeprozess, der war, der hat in Summe jetzt doch knapp 7, 8 Jahre gedauert. Und da macht man natürlich sehr viele Erfahrungen. Einerseits natürlich zwischenmenschliche Erfahrungen mit den Mitarbeitern, aber auch Erfahrungen, wie man an sich selbst noch besser arbeitet, um auch da ein lebenswertes Leben zu haben am Ende des Tages. Und da setzt man sich ja auch mit dem häufigen Thema der Persönlichkeitsentwicklung auseinander. Da habe ich einige Seminare besucht. Und der Grundantrieb, das Buch überhaupt zu schreiben, war eben, was ist los, wenn dir, Ben, mal was passiert? Da war der Grundantrieb eben, ich habe das letztes Jahr zu Weihnachten für meine Familie geschrieben, dieses Buch. Wenn mir mal was passiert, soll meine Kleine wenigstens mal nachlesen können, was hatte der Papa alles so für Lebenseinstellungen? Was hat er gelernt? Und inzwischen ist es so, dass dieses Buch eigentlich drei Zielgruppen hilft. Einerseits natürlich Unternehmensnachfolgern, die ähnliche Aufgabenstellungen haben wie ich. Menschen, die sich grundsätzlich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Und die dritte Zielgruppe sind halt Holzbauer, beziehungsweise Menschen, die aus Holz was bauen möchten, weil ich ganz am Ende da noch häufig gestellte Holzbaufragen eben auch mir also beantwortet habe. Und grundsätzlich die Idee, die ist halt so, eigentlich so im Tagesablauf entstanden. Ich habe gesagt, irgendwann die Storys, die du hier so tagtäglich erlebst, die schreibst du irgendwann mal in einer Word-Datei einfach so mit. Und ja, da waren dann schnell mal 60, 70 Seiten beisammen, wo ich dachte, okay, jetzt kann man eigentlich auch ein komplettes Buch draus schreiben. Ja, und so habe ich das dann gemeinsam mit meinem Co-Autor dann letztes Jahr um diese Zeit fast fertiggestellt. Ja. Interessante Geschichte. Also ich finde es vor allem auch schön, was ich auch bei jedem meiner Bücher gemacht habe, ist einem Kind zu widmen. Das ist eine Mega. Sache. Ja, okay. Auf jeden Fall. Gut, also ich kann mich ja persönlich sehr, sehr gut in dieses Thema Nachfolge hineinversetzen. Jetzt habe ich darüber kein Buch geschrieben, aber da natürlich auch einiges erlebt. Und ich weiß, es gibt da Probleme. Und du hast jetzt nach einer relativ langen Zeit, das fand ich auch schon eine wichtige Information, zu sagen, hey, das dauert 6, 7 Jahre, bis es dann wirklich so rund läuft, wie man es sich vorstellt, eine ganze Menge dementsprechend auch erlebt.
Wir fangen mal vielleicht komplett von hinten an mit dem Wissen von heute. Was sind denn die zwei oder drei Dinge, von denen du sofort sagen würdest, die würde ich auf jeden Fall definitiv komplett anders machen, als ich es gemacht habe? Ja, da würde ich auf jeden Fall damit anfangen. Ich hätte mir schon sehr früh einen Mentor, das hört sich immer so neumodisch an, aber ich habe halt gelernt in den letzten Jahren, dass es total sinnvoll ist, egal ob im Privatleben oder auch im Geschäftsleben, nur noch Ratschläge von den Leuten anzunehmen, die etwas schon komplett selber durchlebt haben und deshalb aus eigener Erfahrung sprechen. Wir hatten da hatten wir auch so einen Unternehmensberater relativ früh mal dabei und ja, dann gibt's da ja so Persönlichkeitstests, den mein Vater und ich gemacht haben. So, dann kommen da ja unterschiedliche zum Beispiel Farbtypen raus und dann weißt du am Ende hier, der Ben, der ist so grün-blau und der Vater, der ist rot. So, jetzt, ne, und dann hast du das zwar festgestellt, aber was jetzt, wie geht's weiter? Und das A und O ist ja nun mal in einer, finde ich, harmonischen Geschäftsführung oder grundsätzlich Beziehung, ist ja die Kommunikation. Wie jetzt diese beiden Menschentypen halt sauber miteinander kommunizieren, dass am Ende des Tages, das hat Jahre gedauert, um das mal rauszufinden, ist eigentlich schlimm genug, dass wir eigentlich das Endziel von uns beiden, egal wie wir da hinkommen, einfach nur ist, Menschen glücklich zu machen, indem wir den Bauten aus Holz erstellen. Das erfüllt uns so in ganzer, in voller Gänze, wenn man nachher, egal ob es ein Dachstuhl ist oder ein komplettes Haus oder eine Aufstockung, wenn man nachher beim Richtfest da mit den Bauherren steht und einfach in glückliche Gesichter guckt, das ist quasi unser beider Antrieb tagtäglich. Und dadurch, dass mein Vater aber auch aus einer ganz anderen Historie raus ja auch den Betrieb übernommen hat, wie ich jetzt, auch das gegenseitig zu akzeptieren, dass das gut ist. Und ich bin auch unglaublich dankbar, dass er nach wie vor hier mit dabei ist. Vor allem, wie wir das auch eingangs schon mal gesagt haben, aufgrund seiner Erfahrung, gar nicht so im technischen Detail, auch manchmal einfach so im Umgang mit den Kunden, was ich total wertvoll finde, um da auf so einen enormen Erfahrungsschatz auch zurückgreifen zu können. Also grundsätzlich, das wäre jetzt der erste Punkt, einen guten Mentor suchen, der einem dabei hilft, die Aufgabe zu lösen. So, das Zweite ist, ist wirklich so dieses dieses Vater-Sohn-Thema. Da vielleicht im Geschäftsleben ist das teilweise schon sehr emotional, weil du kannst es nicht mehr trennen zwischen Privat und Geschäft. Und wenn du halt in der Firma irgendwas vorgefallen war, hast du das abends auch mit zum Abendessen genommen, obwohl du es ja eigentlich gar nicht wolltest. Und das hat natürlich dann auch, wo die Mutter dann sagt, ja, was ist denn schon mal wieder mit euch los? Das sind alles so Sachen. Und ich habe ja auch noch die Ausbildung im eigenen Betrieb gemacht. Vielleicht wäre das was ich zukünftig anders machen würde, da wirklich bewusst in einen anderen Betrieb zu gehen und da auch da mal zu sehen, hier, was läuft bei uns gut, was kann man noch optimieren. Andersrum hat das so den Vorteil natürlich gehabt, dass ich vom ersten Tag an, von der Planung bis zur Umsetzung, bis hin zur Fertigstellung, eigentlich jeden Arbeitsschritt hier auch von der Pike auf gelernt habe und das hilft mir heute halt extrem, ne? Auch wenn ich in erster Linie für den Verkauf zuständig bin und das kommt auch bei den Kunden tatsächlich gut an, dass ich aus eigener Erfahrung spreche. Das hast du halt jetzt bei den großen Fertighausherstellern, da hast du meistens ja reine Vertriebler sitzen, die eben nicht aus dem Zimmererhandwerk oder aus dem Holzbau kommen und das ist halt schon ein großer Vorteil, dass man da wirklich aus Erfahrung spricht oder das Wissen die Leute zu schätzen. Oder dadurch kommt es authentisch rüber. So, das ist die Quintessenz davon. Und was ist noch so das Dritte? Ja, wirklich so nach dem Motto Leben. Ja, es wird alles gut. Ne? Also meine Eltern haben mir sehr früh den Spruch ohne Fleiß kein Preis mit auf den Weg gegeben. Der finde ich aber, der hat seine Berechtigung. Nur, ja, ohne Fleiß kein Preis, das hört sich so hart an, weil ich nehme da immer gerne von Tobias Beck das Zitat, dass das Abfallprodukt von Erfolg eben Geld ist. So, und
Das verstehen ja viele junge Menschen auch in der heutigen Zeit noch. Die, oder das wird ja auch teilweise durch die Social Media so propagiert, über Nacht irgendwie reich zu werden oder was auch immer. Das ist halt überhaupt nicht der Fall. Es kann locker 7, 8 Jahre dauern oder so war es ja auch hier bei uns. Das ist ja kein Geheimnis, dass du arbeitest und arbeitest und arbeitest und am Ende kannst du froh sein, wenn das Jahr irgendwie plus minus null rausgeht oder ohne Verluste. Das sieht dann immer ganz nett aus, wenn Umsätze hochgehen, aber wenn du trotzdem kein Geld damit verdienst, kommt man irgendwann an die Frage, hier hat das Ganze noch seinen Sinn. Und das gibt natürlich an die Substanz. Und ja, das würde ich halt, ich glaube, dass solche, auch die wirtschaftlichen Themen, vorgebeugt werden können, wenn man da mit Leuten spricht oder gesprochen hätte, die das aus eigener Erfahrung kennen. Ja, das so jetzt mal im Schnelldurchgang. Okay, jetzt, wenn man ein bestehendes Unternehmen übernimmt oder darin einsteigt. Jetzt haben wir ja zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, ja, da setzt du dich ins gemachte Nest. Ist ja viel, viel einfacher. Andere sagen, nee, es ist eigentlich grundsätzlich viel, viel besser, wenn man von vornherein aufbaut und sein eigenes Ding machen kann. So, weil du hast nur das eine erlebt, hast aber darin auch so, ja, wie wir es im Vorgespräch hatten, durchaus dein eigenes Ding jetzt daraus gemacht. Also zu welcher Fraktion würdest du jetzt gehören? Es ist einfacher, was Bestehendes zu übernehmen und umzustrukturieren, so wie du es gemacht hast. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Oder würdest du sagen, na, da kannst du gleich von vorne anfangen? Ja, ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass es schwieriger ist, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen. Weil das, was du lernst oder was man lernen darf, während man so ein Unternehmen übernimmt, ist, ich sag mal, oder wir hatten da oder unser Mentor, der Christopher, der sagt halt immer, wie willst du auf einmal so ein großes Kreuzfahrtschiff lenken, wenn du vielleicht auf dem Kutter gelernt hast? So, und dieses Bild spiegelt eigentlich schön diese Unternehmensnachfolge auch wieder, weil natürlich weiß der Kapitän auf dem Kreuzfahrtschiff vielleicht nicht, was gerade in der Küche passiert oder ob da alles im grünen Bereich ist, aber er ist am Ende des Tages immer noch dafür verantwortlich, was da unten auf den Tisch kommt bei den Mitarbeitern beziehungsweise bei den Gästen. Und das alles also ich möchte nur dieses Bild des Kreuzfahrtschiffes, finde ich so gut, weil es einfach so groß und vermeintlich unüberschaubar ist und du als Captain trotzdem für alles verantwortlich bist. Auf einem kleinen Kutter, der langsam wächst oder der immer größer wird, wächst du ja auch mit deinen Aufgaben und mit deinen Strukturen. Und das ist bei der Unternehmensnachfolge ja oftmals nicht der Fall, weil du vorhandene Strukturen vorfindest und gucken musst, passt das so für mich oder hast du bei allen Strukturen ein gutes Bauchgefühl oder würdest du lieber was ändern? Und das ist ja inzwischen jetzt auch so, dass ich das, oder das hat natürlich auch immer ein sehr großes Konfliktpotenzial gehabt, wenn ich jetzt so ganz am Anfang, als das so war, mit Facebook, Instagram, Podcast, so, das sind ja alles Dinge, wo mein Vater jetzt von außen betrachtet einfach sieht, hier, wie verdient man jetzt damit Geld? Was soll das? Und er jetzt aber erst am Ende sieht, sagt, boah, das ist ja echt mega. Und vor allem der jetzigen Zeit, da bin ich halt auch der festen Überzeugung, dass das so bleiben wird. Wir Handwerker, wir müssen halt auch im Netz irgendwie sichtbar sein. Oder wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, der super wertvoll ist. Dahingehend möchte ich nur sagen, wertvoll, weil unsere Beratungsgespräche oder meine werden halt wesentlich effizienter, weil die Bauherren oder Interessenten können sich den so die Basics in Ruhe am Wochenende anschauen. Und wenn die hier bei uns sind, sprechen wir nur noch konkret über das Projekt. Das war ja früher auch anders. Da hast du ja immer wieder bei Null angefangen und kennst du vielleicht, hast ja tagtäglich gleiche oder ähnliche Dinge erzählt. Und da bin ich halt auch ein Freund davon, inzwischen mir auch die heutige Technik zunutze zu machen, dass man eben auch ja, Termine automatisch vereinbaren lassen kann, ohne dreimal hin und her zu telefonieren, was funktioniert oder wann es passt. Das ist halt einerseits diese Online-Geschichte, wo mein Vater jetzt auch sieht, ach, das ist ja super. Lass mich mal kurz grätschen.
Ja, gerne. Ja, darfst du. Gerne. Man merkt, du kommst aus dem Westen. Da wird halt immer dahin geplaudert. Ja, genau. Muss ich dich jetzt kurz cutten? Mache ich sonst wirklich sehr ungern? Du bist mir jetzt wirklich sehr weit von der eigentlichen Frage abgedriftet. Also ich kann definitiv mal zusammenfassen. Du bist also mehr so der Favorit. Am Ende des Tages ist es einfacher, du machst es alles neu. Über das Wie kommen wir jetzt zu. Genau. Ich möchte dahingehend, also ich meine, bei dir war ja die Situation, du hast etwas Bestehendes übernommen und hast es aber jetzt nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, weiter verwaltet, sondern hast es nach deinen Vorstellungen über einen langen Zeitraum umgestaltet. Ich möchte mit dir eben über das Thema Mitarbeiter sprechen. Ich möchte mit dir über das Thema Geschäftsmodell sprechen. Mhm. Und bevor wir darüber sprechen, sprechen wir darüber, wenn du etwas umgestaltest, was du jetzt schon leicht angeschnitten hast. Also ja, alles gut. Wenn du etwas umgestaltest als Junior, läufst du zwangsläufig immer auch mal in einen Konflikt mit der Senior-Generation. Welche Konflikte gab es da bei euch? Wie habt ihr sie gelöst? Mhm. Das sind eigentlich in erster Linie die neuen Medien, dieses Social-Media-Thema, YouTube. Und also das ist das, was auch eigentlich, sage ich jetzt mal, ungewöhnlich ist, fürs Handwerk, das trotzdem durchzuziehen, auch in aller Konsequenz. Da muss ich aber dabei sagen, unterstützt mein Onkel Michael mich halt auch extremst, oder er ist auch dafür verantwortlich, was auf Facebook und so weiter dann auch gepostet wird. Was aber im Moment halt einen enormen Effekt hat, weil im Moment kann eben keiner raus, man ist nur online sichtbar. Und das ist natürlich jetzt ein großes Fund, dass man da entsprechend sich auch vor 1-2 Jahren schon aufgestellt hat. Ich glaube, das wäre was aufwendiger, wenn man jetzt erst starten würde. Und wie hat jetzt dann dein Papa reagiert? Also du hast jetzt gesagt, so Papa, jetzt machen wir Facebook. Ja. Und dann hat der Papa gesagt, sag mal, Ben, bist du bescheuert? Ja. Ja, genau, so in der Art ist es tatsächlich gewesen, Du hast dann auf den Tisch gehauen und hast einfach gesagt, so, wir machen das jetzt, oder habt ihr das ausdiskutiert? Wie muss ich mir das vorstellen, im Haus zu stocken? Ja, wir haben es tatsächlich ausdiskutiert, und wenn mein Onkel und ich dann dafür sind, dann machen wir es. So, weil er sich ja auch bewusst zurückziehen möchte und er die Erfolge jetzt auch sieht. Es ist ja immer nur am Anfang die Angst vor dem Unbekannten. Wenn er nachher sieht, ach cool, da machen wir etwas, was einerseits wenig Geld kostet und was aber super effizient ist, dann ist er auch schnell dabei, ja. Okay, also im Endeffekt war das dann eine Überstimmungsgeschichte, und der Papa hat aber auch mitgemacht. Ja. Ja, genau, also er unterstützt das ja auch inzwischen sehr. Er hat sich überstimmen lassen. Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich meine, es gibt ja definitiv diese Konflikte, dass es halt auch Familienkombos gibt, wo der Papa dann sich querstellt, das sabotiert oder absichtlich falsch macht. Da müssen wir ja drüber sprechen. Ja, also genau, da kenne ich auch genug, oder auch wo der Vater schon 70, 80 ist und die Söhne 40, 50 und noch nichts übergeben haben. Also gibt's ja auch solche Konstellationen. Und Frage, Frage an dich. Dein Vater hätte so reagiert. Wie hättest du dann reagiert? Wenn er sich so total verschlossen hätte, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wenn das gewesen wäre, weil ich bin halt so dankbar, dass es halt so war, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob ich es dann so durchgezogen hätte, wie es jetzt ist. Ob ich dann nicht lieber einen eigenen Weg eingeschlagen hätte, wo ich gesagt habe, boah, nee, also wenn ich es mache, dann will ich das so machen, wie es in meiner Welt auch für richtig und gut befinde. Ja, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich hätte ich dann was komplett Eigenes von Null aufgebaut, aber ich bin umso dankbar, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil es natürlich ein perfektes, so ein super Fundament ist. Ja. Ja, ich weiß, eine hypothetische Frage. Bei mir war das auch nicht so, aber ich glaube, viele machen das nicht, eben auch aus Gründen familiären Zusammenhalts. Aber ich glaube, wenn die Situation so ist, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, weil du machst dich dann irgendwann kaputt. Ja? Das ist gar nicht anders möglich. Ne?
Ja. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal auf die Umstrukturierungen. Also du warst, ich glaube, 24, 25 hast du gesagt, wie du dann als fertiger Meister im Betrieb angekommen bist. Mhm, genau, richtig. Und zu dem Zeitpunkt habt ihr hauptsächlich Dachstühle gemacht und hattet einen festen Mitarbeiterstamm. Wie groß war der zu dem Zeitpunkt? Der war ähnlich wie heute mit 10, 11 Leuten, ja. Okay, und im Endeffekt habt ihr jetzt, also wie du es mir erzählt hast, die gleiche Anzahl an Mitarbeiter, aber nicht mehr die gleichen Mitarbeiter. Ja. Und ihr habt auch nicht mehr das gleiche Geschäftsmodell im eigentlichen Sinne, sondern ihr habt ein neues Kundenklientel und ein neues Produkt- oder Hauptproduktportfolio. Erzähl uns den Weg dahin, erzähl uns bitte deine Gedanken dahin. Und ja, erzähl uns vor allem auch mal, das ist jetzt eine sehr lange und Doppelfrage, wie ist es mit den Mitarbeitern dann passiert? Und nee, wir machen das anders. Wir fangen erst mal an, warum hast du das Geschäftsmodell geändert? Ja? Mhm. Beep, ja. Cut. Ja. Ja, okay, okay. Warum okay. hast du das Geschäftsmodell geändert? Wie ist es vonstatten gegangen? Fangen wir damit an. Ja. Genau, das Geschäftsmodell war ja damals die klassische Zimmerei mit Dachstühlen, Carports, Vordächern und so weiter. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben früher ja immer dann, oder ich muss da ein bisschen ausholen, weil es auch mit der Geschichte, warum ich diesen ganzen Job überhaupt so gerne mache, zu tun hat. Ich war früher mit meinem Vater natürlich an den Wochenenden häufig unterwegs und habe die Betonrohbauten besichtigt, dann sind wir da natürlich in diesen nassfeuchten Treppenhäusern immer ganz nach oben spaziert und hochgeklettert und haben dann eben diese Gebäude aufgemessen. Und ich muss auch sagen, da als kleines Kind habe ich schon diese Besuche teilweise immer mit sehr starken Kopfschmerzen bezahlen müssen, weil diese Beton oder der Betongeruch meine Schleimhäute reizte. Und damals habe ich schon gedacht, boah, das muss doch auch irgendwie anders gehen, dass du nicht immer nur den Dachstuhl obendrauf aus Holz oder aus dem coolen, nachhaltigen Baustoff Holz montierst oder herrichtest, sondern das muss auch mit kompletten Häusern gehen. Also das ist quasi die Grundemotion, warum ich das heute so in der Form mache, weil ich auch der Meinung bin, dieser Massivbau, also der klassische Stein-auf-Stein-Bau, der ist in meiner Welt halt, hat das nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und der wird halt auch aussterben. Natürlich ist das leider hier in der Köln-Bonner Region noch sehr präsent, aber man merkt, dass ein Umdenken da ist. Und dieses Umdenken, einfach aus meinen persönlichen kindlichen Erfahrungen, habe ich halt dann Anfang 2012, 13 übernommen, um zu sagen, hier, ich möchte komplette Wohnräume aus Holz erschaffen. Und das schaffe ich natürlich prima mit, Häusern, Aufstockung, Anbauten, in dem halt hier vor allem ist das sehr gefragt, weil die Grundstücke natürlich rar sind und die Leute sich den Bestand zunutze machen, dass es eben schnell geht, dass es nachhaltig ist und ja, meistens auch die Gewerke drumherum noch sauber mitkoordiniert werden. Dann sind die Bauherren glücklich und das habe ich eigentlich relativ früh erkannt und war mir das wichtig, dass man nicht nur das Dach macht, sondern eben komplette Wohnräume mit dem Baustoff Holz erschafft. So, das ist der Grund der Umstrukturierung überhaupt, ja. Und hast du dann zusätzlich noch was investieren müssen oder war das dann einfach nur ein Switch, also vom Angebot her oder wie muss ich mir das vorstellen? Ging das von einem Tag auf den anderen, hast du gesagt, so, Papa, darfst du machen, wann immer? Ja. Ja. Und jetzt, also wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen, auch diese Entscheidung vorstellen? Ja. Ben geht zu Papa und sagt, so läuft das jetzt in Zukunft. Ja, genau, also da muss ich sagen, das hat dann auch wieder eine etwas längere Geschichte. Und zwar, wir haben 2005 hier in Niederkassel-Mondorf das erste Holzrahmenhaus gebaut. Und das haben meine Eltern gebaut, auch ein bisschen marketingmäßig, um das marketingmäßig aufzuziehen. Alles High-End-Öko, nachhaltig, mit einer Pelletsheizung im Keller, großen Tag der offenen Baustelle veranstaltet. Und
ja, damals, also du siehst 2005, 2006, da war ich ja noch, also ich habe 2007 ein Abitur gemacht und dann anschließend die Ausbildung und Meisterprüfung, war das Thema halt hier schon mal akut, auch von aus für meinen Vater. Und er wollte quasi so mal ein Zeichen setzen hier in der Region mit dem ersten Holzhaus, so hier in Mondorf. Und da hat sich halt auch da etwas zugetragen am Tag der offenen Baustelle, dass viele Leute gekommen sind, die aber sich gar nicht für das Holzhaus an sich interessiert haben, sondern sind alle in den Keller gelaufen und haben sich diese Pelletsheizung angeschaut. So. Und das war damals so ein Erlebnis für meinen Vater, wo er gesagt hat, boah, jetzt macht man hier so einen Aufwand, Aufriss. Der hatte hier auch sich zusätzlich so Schmetterlingswendetische schon angeschafft oder investiert, dass man, wenn das jetzt mit dem Haus funktioniert und danach die Anfrage so steigt, dass man dann halt auch in der Lage ist, schnell und gut produzieren zu können. Und ja, dieses Ereignis hat tatsächlich dazu geführt, dass er sagte, boah, irgendwie lassen wir das vielleicht doch erstmal mit dem Holzrahmenbau und machen klassisch weiter mit Dachstuhlbau. Und ja, so war es dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben mit eingestiegen bin. Und da war der allererste Einstieg eigentlich über einen Architekten, für den wir, und Architekten und Baubiologen, für den wir deutschlandweit die Holzhäuser montiert haben. Und da muss ich sagen, das war so der Einstieg. Und es hat halt wirklich prima funktioniert. Nur man musste relativ schnell feststellen bei unserem überschaubaren Team von den von 10 Leuten, dass ja immer mit bei deutschlandweit logischerweise mit Montagen verbunden war, dass das natürlich sehr schnell an die Substanz geht von den Mitarbeitern. Die fanden das cool, die hatten da Lust drauf, aber die wollten es halt nicht dauerhaft. Und da ist es jetzt ebenso, dadurch haben sich Mitarbeiter verändert oder die haben gesagt, hier, ich will das nicht mehr, dadurch unser Unternehmen verlassen. Dadurch kamen natürlich andere junge Leute dazu, die Bock drauf hatten. Das war quasi dieses Montagethema, weil wir jetzt auf einmal Holzrahmenbau machen. Aber im Rheinland, hier bei uns, war es noch nicht so etabliert. Also mussten wir erstmal unseren Lieferradius erhöhen. Inzwischen ist es so, dass wir nur noch rund 50 Kilometer rund um uns herum arbeiten, weil die Arbeit jetzt auch hier da ist. Und dadurch haben wir logischerweise auch wieder Mitarbeiter, die ja hier in der Region wohnen. Und die finden es natürlich auch cool, wenn die abends bei Frau und Familie sind und eben nicht in Deutschland unterwegs sind. Ja, das ist so die Historie dazu. Ja. Okay. Dann hast du das Thema angeschnitten, dann greife ich das jetzt sofort mal auf, und zwar das Thema Mitarbeiter. Also du hast mir gesagt, der Mitarbeiterstamm hat sich in der Zeit, wo du jetzt da bist, komplett geändert. Also von denen, die da waren, wie du kamst, ist jetzt keiner mehr da. Ja. Beschreib uns auch mal diesen Prozess, nimm uns auch mal vielleicht rein in die Konflikte, insbesondere, ich kenne das ja, wenn du als Anfang 20-Jähriger da auftrumpfst und sagst, so Freunde, ja, ich bin's, ja, der Chef, ja, das ja ist ja dann auch immer eine gewisse Geschichte. Und aus meiner Sicht auch die größte Schwierigkeit bei der Übernahme eines Unternehmens, insbesondere wenn du noch sehr jung bist, dass du eben mit den Leuten, das klingt jetzt ein bisschen zu negativ, das ist natürlich auch nicht immer schwierig, aber es kann sehr häufig schwierig sein, dass du mit den Leuten arbeiten musst, die da sind, auch wenn du sie dir nicht ausgesucht hast. Gib uns dazu mal ein paar Einblicke und hoffentlich auch ein paar Tipps. Wie hast du das umgesetzt? Weil Mitarbeiter, ich nenne es jetzt mal auszutauschen, ist das falsche Wort, aber ich habe es jetzt verwendet. Ist ja auch nicht immer ganz einfach. Genau, also genau, das ist genau nicht einfach. Unsere Mitarbeiter oder ich glaube auch generell Handwerker, da ist es ja so, hier, ich kann etwas gut mit meinen Händen und ich zeige dir das jetzt. Und so läuft das ja auch in der Ausbildung logischerweise. Das heißt, ich habe von den Leuten, die ja bei uns gearbeitet haben, ja, super viel gelernt, auch mega Tipps bekommen, wie man effizient halt einen Dachstuhl richtet, wie man Häuser baut, wie man, ja, also ich habe quasi von denen ja alles gelernt. Und ich glaube, das Hauptthema ist dann bei den Mitarbeitern, bei den Angestellten, das ist so eine Kopfsache. Ich glaube, dass wenn du jemandem oder das Thema dann der Handwerker ist, eben, Moment mal, ich habe dem Ben doch etwas erklärt und beigebracht.
Und jetzt auf einmal sitzt er da oben im Büro und meint hier verkaufen zu müssen und mir sogar was sagen zu müssen. Ich glaube, das ist halt so eine Kopfsache, wo der, weil manche kommen damit klar und sagen, ja, okay, ist ja eigentlich nachvollziehbar, dass, oder ich finde es eigentlich cool, dass der Familienbetrieb bestehen bleibt und meine Arbeitsstelle gesichert ist und jetzt einfach der Nachfolger übernimmt. Aber manche sind da auch so schizophrene Sachen, wo man denkt, hä, wie kommst du jetzt darauf? Weil einer hat sich zum Beispiel, das muss ich nur da kurz zu erzählen, der kam halt mit mir dann nicht klar am Ende des Tages und der ist dann nicht im Handwerk geblieben, sondern hat im Handwerk gewechselt, sondern der ist nach Köln-Bonn zum Flughafen gegangen und betankt da jetzt auf einmal Flugzeuge. Weil es ist dann auch von den Mitarbeitern teilweise so ein Umdenken, wo die einfach denken, nee, also ich komme da jetzt nicht mit klar und ich suche mir irgendwas anderes, was für mich schlüssig ist. Das ist das Hauptthema und ja, ich überlege jetzt gerade so als Tipp, also für jeden Mitarbeiter, der irgendwo ist, dem würde ich halt als Tipp geben, dass das hört sich jetzt immer so krass ist, das zu akzeptieren, dass es halt so eine familiäre Nachfolge gibt, weil ich finde das halt eigentlich total gut, wenn es innerfamiliär übergeben wird, weil ich habe schon so von so vielen Übernahmen oder auch gescheiterten Übernahmen gehört, wo das dann eben an irgendeinen Dritten mal übergeben wurde. Das ist ja was ganz anderes, als wenn es in der Familie übergeben wird. Und auch bei uns bin ich halt auch der festen Überzeugung, wenn wir jetzt nur noch Dachstühle gemacht hätten, ich weiß nicht, ob wir das ja überlebt hätten. Und dass das Ganze jetzt natürlich noch so im Fluss ist, weil es einfach auch noch die Berufung dann von uns ist, Menschen mit dem Baustoff Holz halt glücklich zu machen, ist das natürlich noch umso schöner. Von daher, ja, wenn Mitarbeiter den eigenen zukünftigen Chef ausbilden, das wirklich guten Gewissen zu machen, weil ich muss auch sagen, ich war, also bis heute, einer, der ist nämlich noch bei uns, der hat mir auch bei am Wochenende, wo ich hier für die Gesellen- und Meisterprüfung gelernt habe, hat er mir geholfen, unterstützt und Dinge gezeigt, auch anders als mein Meisterschullehrer, wo ich dem heute auch super dankbar für bin, dass er noch dabei ist. Und ja, vielleicht ist das der Tipp, dass sich sowas auch am Ende immer irgendwo auszahlt, diese Wertschätzung auch dem Junior gegenüber etwas zu zeigen, wie was funktioniert. Und nachher ist das automatisch auch so eine Dankbarkeit in einem, wo man sagt, selbstverständlich, ich überlege gerade, wo auf welchen Bezug, wenn man halt mal irgendwie besondere Arbeitszeiten haben möchte oder mal irgendwie einen Urlaub kurzfristig oder so, wo ich dann keine Sekunde zögern würde oder sowas, hast du halt ein Leben lang im Hinterkopf, wo man sagt, selbstverständlich kannst du da mal gerade früher frei machen oder was auch immer oder irgendwelche Boni geben, weil man das ein Leben lang nicht vergisst. Ja, das ist mein Tipp dazu. Oh Gott. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Dann lassen wir alles drin, ne? Das war jetzt ein kurzer. Ja, ist doch vollkommen okay für mich. Räusperer, ja. Wieder vergessen, was zu trinken hier. Ja. So, okay, sehr schön. Dann wäre es cool. Ich packe euch natürlich die komplette Story, die können wir jetzt natürlich nicht im Podcast erzählen, aus dem Buch in die Shownotes rein. Also jeden, der das lesen möchte, sei das hier erwähnt. Lege ich das ans Herz, findet ihr als Link in den Shownotes. Und dann hoffe ich mal, dass du am Ende unseres Interviews noch einen Appell an alle unsere Zuhörer richten kannst, was das Thema Nachfolge im Unternehmen, das Thema die Zukunft der Handwerksunternehmen angeht, richten kannst, bitte. Ja, also liebe Unternehmensnachfolger, überlegt es euch gut, ob es im eigenen Familienbetrieb sein soll und wenn, gibt es nichts Schöneres, aber sucht euch da einen Mentor, der euch dabei unterstützt, damit das Ganze harmonisch und fair über die Bühne geht. Sehr schön. Okay, dann danke ich dir. Du hast mir viele Déjà-vus beschert in deinen Erzählungen, die ich persönlich so erlebt habe. Vielleicht ging es euch da draußen auch so. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder hier beim Workerscast und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao. Euer Jörg.
Du möchtest in deinem Unternehmen ein System etablieren, sodass Mitarbeiter und Azubis initiativ zu dir kommen? Du möchtest deine Mitarbeiterprozesse so effizient und zeitsparend wie möglich gestalten? Du möchtest als Arbeitgeber endlich in die Sichtbarkeit kommen und für diese Herausforderungen wünschst du dir passgenaue Unterstützung? Dann bewirb dich jetzt für das Mentoring-Programm. Arbeite 1:1 mit Jörg und lass die Konkurrenz am Arbeitsmarkt hinter dir. Sicher dir jetzt dein kostenfreies Strategiegespräch mit Jörg unter jörg-mosler.de/mentoring.